Jo Leute, und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Da öffnen wir 10 Booster der neuen Matchtext Bundesliga Kartensaison 2022-23. Ja, das erste Unboxing zu den Karten, was wirklich mit Boostern ist. Wir hatten ja bisher nur das Starterpack geöffnet und in den folgenden Tagen und Wochen wird noch einiges kommen. Ein Display, die drei Mini-Tins und natürlich auch Multipack und Blister. Ich hatte mir ja auch eins der neuen Multisets bestellt. Leider ist dort die Videodatei kaputt gegangen. Das Video hatte ich schon hier wo aufgenommen. Deswegen werde ich mir vielleicht nochmal eins online bestellen und dann dazu nochmal ein Video machen. Aber erstmal kommen jetzt 10 Booster. Das ist, würde ich sagen, ein klassisches Unboxing. Und bevor wir dann sozusagen die ganzen speziellen Produkte angucken, gucken wir uns erstmal die ganz normalen Booster an. Ein Booster hat 10 Karten in sich und kostet 2 Euro wie gewöhnlich. Also hier keine Preiserhöhung von Tops. Und vorne auf dem Cover der Booster sehen wir insgesamt 6 Spieler mit Mané, Adeyemi und Knauf hier oben und unten mit Geiger, Baku und noch Leitstern neu. Meist, dann das ganze Design, was hier gewöhnlich von dieser Saison ist, gelb und dieses Pink. Dann haben wir hier die ganzen rechtlichen Angaben sowie Social Media Kanäle von Tops Deutschland. Und hier nochmal die Verteilungsliste. Ich würde sagen, wenn ihr die genau sehen wollt, könnt ihr gerne pausieren. Und der Club 100 Legend und was hier auch draufsteht, die Autogramme, die 7500, die es gibt, sind natürlich das Seltene, was man finden möchte. Und Schildkarten gibt es ja auch, die stehen aber nicht hinten drauf. Ich habe leider vor dem Unboxing ein Booster geöffnet, da ich den zu viel gekauft hatte. Und da war Shield Raphael Boré für die Mannschaft aus Frankfurt drinne. Ja, was wollen wir machen? Ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir eine ziehen. Natürlich erwische ich auch den Booster, wo die Shield drin ist, vor dem Video. Naja, egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. 10 Booster, hoffentlich trotzdem noch eine 100 Legend und vielleicht auch ein Autogramm hier dabei. Die Codes gibt es auch wieder, die gebe ich euch jedes Mal. Und dann tun wir die Booster mal oben rechts hin und starten mit unseren Base-Karten. Und die sehen bekanntlicherweise so aus mit Marco Reus. Dann haben wir Anton Stach, Julian Chabot, dann Jesper Lindström, der für mich ein richtig guter Spieler ist. Philipp Heise, die Zweitliga-Mannschaft sind auch dabei, haben wieder 3 Base-Karten und einen Matchwinner bekommen. Dann Cedric Brunner, Chris Führig und dann sehen wir ja schon eine der 2-Liga-Matchwinner-Karten mit dem guten Okugawa von Bielefeld. Bei ihm war ja lange unklar, ob er noch bleibt nach dem Abstieg, aber ist jetzt noch bei der Arminia geblieben, auch wenn die momentan sehr, sehr weit unten in der Tabelle sind. Und dann haben wir einen Held von Morgen mit Connor Noss. Und diese Held von Morgen-Karten können auch nummeriert sein. Der stand jetzt im Starter-Pack zum Beispiel nicht drin. Deswegen ein bisschen komisch, aber die Information hat Tops und der Collectors-Kanal mir gegeben. Aber nein, die ist nicht nummeriert. Die sind, glaube ich, bis 50 nummeriert. Also die gibt es zu 50, zu 25, zu 10 und zu 1. Oder nur war das nur bis zu 25. Auf jeden Fall relativ low numbered. Und dann noch das Logo von dem Verein aus Bremen, und zwar Werder Bremen. Und ich finde, die sind ja auch relativ gut in die Saison gestartet. Sogar über ihre Ansprüche, würde ich mal sagen. Und was auch ganz wichtig ist, 2 Powerkarten sind pro Booster garantiert. Sehen wir hinten auch entweder einen Starspieler oder Matchwinner oder eine Heritage oder Club-Loco-Karte. So 2 Powerkarten garantiert, aber es sind meistens 3 drin. Aber es gibt auch leider einige Booster, wo nur 2 Powerkarten drin sind. Dann haben wir hier den Code, sowie den ersten Bayern-Spieler mit Leon Goretzka. Dann haben wir Munas Dabur, Dominik Kohr, dann Lars Stindl, Makoto Hasebe, Endo für Stuttgart, der Held der letzten Saison, Tom Tribul und dann haben wir eine der neuen Starspielerkarten im Diecard-Look. Ich weiß nicht, ob wir im Starter-Pack schon eine davon hatten. Auf jeden Fall, so sehen die aus. Und das ist hier der gute Simon Terodde für S04, die Mannschaft aus dem Ruhrpott. Und dann da hinten nochmal direkt eine der Held von Morgen-Karten. Da hofft man ja immer dann jetzt auf eine der Nummerierten. Aber ich glaube, Paul Wanner vom FC Bayern München sollte auch keine wieder sein. So sieht's aus. Und dann haben wir wieder ein Team-Logo. Und das ist sogar passend zu Paul Wanner, nämlich seine Mannschaft, der FC Bayern München. Und die Fans im Hintergrund sind immer gleich, aber die Logos und Vereinsfarben wurden halt angepasst. Von den sozusagen oftesten Powerkarten fehlt jetzt noch eine Heritage und dann fehlt dann noch eine Nitro oder eine Streetstar-Karte. Und dann haben wir sozusagen die Powerkarten, die wir garantiert sehen sollen, schon mal gesehen. Dann haben wir wieder den Code, sowie Rafael Guerrero, Kevin Campbell, Florian Kainz, Rami Benzebaini, Terence Boyd für Aufsteiger Kaiserslautern aus der 2. Liga, dann die obere linke Hälfte oder das Teil der Meisterschale des Puzzles, das kommt auf die erste Seite. Dann Idrissi. Dann haben wir für Bundesliga ist Bochum, vielleicht bald Zweitligist, wie es aussieht, den Matchwinner mit Asano.
Dann eine der angesprochenen Nitro-Karten, das sind sozusagen die schnellsten Spieler der Bundesliga hier in so einer Kategorie untergebracht. So sehen die aus mit ganz vielen Farben, für mich auf jeden Fall eine der schönsten Kategorien. Und dann noch eine neue Kategorie mit den Heritage-Karten. Und da muss ich mal die Booster hier zur Seite legen, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Die sind ja im Style der Bundesliga-Karten aus Saison 08, 09 und im Glitzer-Design. Ich finde, man hätte die aber vielleicht auch einfach im Base-Karten-Look lassen können. Da, ich weiß nicht, ich finde die mit Special-Effekt nicht so geil. Aber auf jeden Fall coole Karten. Dann haben wir hier den Code, sowie Orban, Frimpong. Dann Bilder drehen, das ist leider ein bisschen komisch. Dann haben wir Höhler. Also ich finde das immer komisch. Roussillon, Lute, dann Schipnowski, Aydin, dann Matchwinner für Hoffenheim. Oh, der ist cool. Und zwar Baumgartner. Dann die nächste Nitro-Karte mit Maxence Lacroix für Wolfsburg. Und die nächste Heritage-Karte mit Florian Niederlechner für den FC Augsburg. Auf jeden Fall hiervon schon zwei gehabt. Die sind ja gerade mal in jedem vierten Päckchen, sind die Held für Morgenkarten, daher hier relativ selten eigentlich. Also bisher gute Ausbeute. Dann haben wir hier den Code. Henrys Radecki, der dieses Jahr auch nicht so gut ist, aber das ganze Team von der Mannschaft aus Leverkusen nicht so gut. Günther, Gamboa, Arnold, Lohkemper, Bittencourt, dann sein Teamkollege Marvin Ducksch, der mit Füllkrug alles zerschießt in der Liga. Dann passen dazu noch eine Bremen-Karte mit Romano Schmid als Street-Styler. Die lege ich einfach mal hier zu Nitro-Karten. Das ist ja die gleiche Kategorie. Einmal hier Street-Style und hier Nitro. Davon gibt es jeweils 9. Und dann das Club-Logo vom 1. FC Union Berlin. Die momentan bessere Mannschaft aus Berlin, was auch der Tabellenplatz angeht. Hertha Union, ich kann mich da nicht entscheiden. Beide Vereine an sich cool. Hertha war mir noch sympathischer, bevor Windhorst dort eingestiegen ist, aber ja, ist halt, der will jetzt ja auch weg oder es gibt ja Streit. Deswegen, über das Thema müssen wir uns, glaube ich, hier nicht unterhalten. Dann haben wir Tabsoba, Kimmich, starke 89er Abwehrkarte bekommen. Sko, Borno, Neuhaus, alles mit dem Gedreh, das tut mir immer so leid für euch, weil das dann ein bisschen blöd immer ist. Jung, Bachmann, dann Geraldo Becker, auch der gut in die Saison gestartet, als Starspielerkarte. Dann die nächste Street-Style-Karte mit Daichi Kamada. Und da haben wir jetzt schon 4 insgesamt von diesen Kategorien gezogen. Die sind ja gerade mal in jedem dritten Booster. Und dann die nächste Heritage-Karte mit Nils Petersen. Der beste, würde ich mal sagen, Joker oder Spieler, der von der Bank kommt. Ist dort am erfolgreichsten, meisten Tore irgendwie. Oder da gab es auch eine Statistik, glaube ich. Und da hat er geführt. Dann hier den Code. Lucas Hernandez. Aaron Dingchi, der hat vor 2 Jahren, glaube ich, wo Bremen noch in der Bundesliga waren, also bevor sie abgestiegen sind, ja seine Rookie-Saison gehabt. Lienhardt, Geiger, dann Borges Sanchez, auch ein junger Mann, ein Dicker, letztes Jahr richtig gut gewesen, Rodri Salazar, dann Anton und hier haben wir wohl einen Booster erwischt, wo nur 2 Powerkarten, die garantiert drin sind, und zwar immer Anthony Modest, auch hier noch im Köln-Trikot und auch nicht bei den Dortmundern als Starspieler und das Logo von Mainz 05, die auch eigentlich jedes Jahr seit Jahren nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Finde ich cool, weil Mainz 05 hat sich seitdem Klopp, die ja sozusagen in die Bundesliga geführt hat, auch dort immer gut etabliert und gehalten. Dann haben wir hier den Code. Alfonso Davies, nur eine 86. Ja gut, der war halt letztes Jahr relativ viel verletzt. Dann Hamburg, cool. Hier direkt meine beiden Lieblingsvereine aus 1. und 2. Liga. Heuer Fernandes. Die Karte kommt auf jeden Fall mal zur Seite. Dann Hübner, Zentner, Thuram, Smoljic, ist doch der neue Verteidiger aus Kroatien, müsste. Nochmal Lohkemper, Müller. Für mich leider, ich muss es so sagen, einer der schlechtesten Torhüter der Bundesliga. Also ich finde, der ist halt nicht so geil. Dann haben wir Philipp Kostic hier noch bei Frankfurt als Matchwinner. Leider momentan auch nicht mehr dort gewesen. Und dann passen dazu noch sein Teamkollege von früher, Sebastian Rode, als Heritage-Karte. 2 Booster bleiben uns noch. Vielleicht nochmal eine Legend oder Club 100-Karte. Wie gesagt, Shield sollte schwierig werden mit dem Boré, den ich vorhin im Video gezogen habe. Dann haben wir hier deinen Code, Andrich, dann Teuchert, Kedira, Goralski, Gerhard, Medic, Schmid, dann Zweitliga-Matchwinner von Valentini für den Club, dann die nächste Nitro-Karte, also dort echt viele dabei, mit Joschko Gubardiol und nochmal Zolli, Simon Zoller als Heritage-Karte. Dann bleibt uns noch ein Booster über. Und mal gucken, was wir dann hier so Schönes sehen können. Einmal haben wir den Code, dann Diaby, Leveling, Höfler, Alario, Giekewitz, Thiago Tomasch,
Damien Rossbach und nochmal ein Booster, wo glaube ich zwei Powerkarten drin sind, mit Burkhardt, nee sogar drei, sorry, ich habe mich versehen, dem Ricardo Pepi als Held von morgen, auch der schon nicht mehr bei Augsburg momentan, weil da ausgeliehen wurde, und das RB Leipzig Logo, also hier von den Karten echt viele gehabt, insgesamt 5 der Nitro oder Street Style Karten, da sollte ja gerade mal eine in 3 Boostern sein, das heißt wir haben da welche für 15 Booster bekommen, auch die Held von morgen Karten mit 3 echt gut vertreten, da sollten wir 2 bis 3 bekommen und die restlichen Karten ja eigentlich so Standard-Power-Karten gewesen. Leider keine Club 100, keine der Legendenkarten und wie gesagt, die Shield-Karte von Bure habe ich bereits vor dem Video gezogen. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt doch gerne die Playlist hier aus. Wie gesagt, in den nächsten Wochen wird einiges kommen. Und sonst könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, hier noch eine Playlist auschecken, hier noch ein Abo da lassen und hier noch ein empfohlenes Video ansehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Sikowski.